Hallo, liebe Freunde von Fettspielen. Ich bin der Micha und heute haben wir Giants and Dwarfs, also Riesen und Zwerge. Das könnt ihr natürlich auch direkt bei uns spielen. Rechts ist der Button, hier könnt ihr direkt loslegen. So, was wir jetzt machen, ist auf Start drücken. Zack. Und dann werde ich hier das Freie nehmen. Das sind schon zwei kaputte Aufnahmen. Die wollten nicht ganz so, wie ich das wollte. Und ich starte mal das Spiel. Ja, hier wird mir erklärt, wo ich die Tower platzieren kann. Denn dies ist ein Tower-Defense-Game mit verschiedenen Einheiten. Man hat auch Helden, also nicht nur Tower. Hier werden mir die verschiedenen Symbole erklärt, die oben links sind. Und hier wird mir erklärt, wo die Gegner auftauchen und wo sie hin müssen. So, wir fangen direkt mal mit einem Schwertkämpfer an. Und hier sind die verschiedenen Türme erklärt. Da haben wir uns schon unseren Schwertkämpfer. Sobald ich bereit bin, kann es losgehen. Wir bauen direkt noch ein paar. Und mit den Pfeiltasten kann ich auch die Karte bewegen. Wie man sieht, unser Held kommt da auch schon mit seinem kleinen Schwert. Und dann geht's direkt los. Ja, der Hero, den kann man frei bewegen auf der Karte, genauso wie es sein soll. Und unsere ersten Gegner sind Barbaren. So, zack, da sind sie, die Barbaren. Und auch schon hin. Der Hero bleibt mal da stehen. So, ich werde mir gleich noch einen Schwertkämpfer-Hort-Gebäude bauen. Sobald ich kann. Jetzt kann ich. Und eins baue ich mir noch, sobald es möglich ist. Oh, to scroll the map. Ja, das ist das, was ich gerade erklärt habe. Kann man auch mit der Maus machen, aber mit den Pfeiltasten geht's schneller. So, jetzt kommen die nächsten Gegner. Das sind Hyänen. Ich mach mal die Karte weg da oben, braucht man eh nicht. So, und sobald ich genug Geld habe, werde ich mir wieder einen Schwertkämpfer-Hort bauen. Viel fehlt nicht mehr. Und da können wir ihn schon bauen. Zack. So, wir holen direkt mal die nächsten Einheiten. Es gibt ein bisschen extra Geld. Und die kriegen ja ordentlich aufs Maul. So, wir bauen direkt einen Bogenschützentower. Der kann leider noch nicht schießen, aber ihr werdet sehen, wofür ich ihn brauche. Nämlich dafür, der Golem. So. Jetzt kommt der Golem. Der ist weak against. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber auf jeden Fall ist er weak against. Ach, gegen Kanonen. Und ja, wie ihr sehen werdet, ist der nicht gerade klein. Da kommt er jetzt nämlich. Und ich baue mir noch einen Bogenschützen. Und da ist er. Der Golem. Der kleine, aber feine. So, jetzt brauche ich richtig viel Verteidigung. Ich brauche hier hinten noch ein Schwertkämpfergebäude. Zack, zack. Und da bauen wir es auch schon. Da steht es auch schon. Und ich hoffe, die können jetzt alles halten, was kommt. Unser Held ist auf den Golem geklettert und prügelt sich jetzt mit dem. Und das geht ja schon gut voran hier. So, direkt noch ein Schwertkämpfergebäude, falls zu viele Einheiten durchkommen sollten. Ja, er kann leider unsere Einheiten mit einem Schlag töten. Zack, da sind sie alle hinten, nur der Held lebt noch. Und ich würde mir gerne einen zweiten Bogenschützen bauen. Deswegen mache ich das auch mal, indem ich auch schneller die anderen Einheiten wieder kommen lasse. Aber ich denke mal, so sollte es jetzt langsam passen. Unser Held steht da auch schon ziemlich lange am Golem. Ah, jetzt ist er hin. Macht aber nichts. Der Held kann wiederkommen nach einer gewissen Zeit. 20 Sekunden, um genau zu sein. Und jetzt sind nur noch 15 Sekunden. Und dann ist er auch schon wieder da. In der Zeit beschießen hier unsere Bogenschützen fleißig diesen Golem. Und ja, da kommen schon wieder die nächsten Gegner. Ist natürlich alles nicht so schön. Aber unser Held kann sich hier gleich mal wieder um den Golem kümmern.
So, hier hinten bauen wir noch ein Schwertding. Also für Schwertkämpfer. Sonst kommen mir hier zu viele Einheiten durch. Zack. Und der Golem ist jetzt auch schon hin. Genauso wie es sein soll. Jetzt sind unsere Einheiten leider K.O. gegangen, aber die Final Wave kommt ja gleich. So, unseren Helden stellen wir noch da vorne. Und jetzt sind wir doch gut gewappnet, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass uns jetzt noch irgendwas hier fertig machen können. Die Bogenschützen räumen dort oben gut auf. Zack, zack. Und das geht ja wirklich sehr leicht hier. Zack. Und jetzt steht da noch einer mit halbem Leben. Aber ich würde sagen, das haben wir geschafft. Ziemlich souverän, muss ich sagen. Der Golem ist ziemlich gut gefallen. Ja, Victory mit 3 Sternen. Es ist nicht eine Einheit durchgekommen. Das nenne ich doch mal perfekt. 31 Upgrade-Punkte haben wir. Und um die kümmern wir uns jetzt auch. Indem wir hier auf Upgrade klicken. Erstmal hier unten den Stun nehmen. Und ja, ich würde sagen, dann powern wir unseren Helden noch ein bisschen ab. Swordman. Also es ist nicht nur der Held, sondern es ist auch, das hier sind jetzt unsere Schwertkämpfer und das hier ist der Held. Der hat jetzt einen Skill bekommen, nämlich einen Stun. Ja, und unsere Schwertkämpfer können jetzt doch etwas härter zuhauen. Sogar eine ganze Ecke mehr härter und halt noch eine ganze Ecke mehr aus. Aber das werde ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir alle von Fettspielen danken euch. Und rechts ist der Button zum selber spielen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Hattet auch Spaß.